Guten Tag, Frau Gül. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Merhaba, Cengiz Bey. Ja, Sie sollen als Zeugin hier aussagen. Sie wissen, dass eine Zeugin die Wahrheit sagen muss. Wer was Falsches sagt, macht sie strafbar. Selbstverständlich. Sie heißen Funda Gül, 25 Jahre alt. Sie sind türkische Staatsangehörige. Sie wohnen in München. Sie sind ledig. Was machen Sie beruflich? Also im Moment studiere ich noch Kunstgeschichte und helfe dazu nebenbei als Verkäuferin in einem türkischen Supermarkt aus. Hm. Verwandt, verschwägert mit dem Herrn Cengiz sind Sie nicht? Nein, aber ich kenne Herrn Cengiz und auch seine Familie. Also sie kaufen öfter bei uns im Laden ein. Und auch mit seiner Frau Sibel rede ich öfter. Also wir verstehen uns echt gut. Jetzt sollen Sie die Familie Cengiz auch am Abend des 9. März besucht haben? Genau, ich wollt kurz vorbeischauen und mich eigentlich für die Genesungswünsche und Blumen bedanken, die ich von Sibel über eine Kollegin aus dem Supermarkt bekommen hatte. Ich war vorher nämlich einige Wochen krankgeschrieben, weil ich mir im Winter bei Glatteis einen Beckenbruch zugezogen hatte. Ja, erzählen Sie mal, wie der Besuch abgelaufen ist. Also ich habe so gegen 8 am Abend vorbeigeschaut und da sind mir natürlich gleich die gepackten Koffer im Flur aufgefallen. Eigentlich wollte ich da gar nicht weiter stören und gleich gehen, aber Sibel und ihr Mann bestanden darauf, dass ich doch zumindest auf dem Tee bleibe. Also setzten uns in die Küche und redeten dann ein bisschen. Sie wussten bis dahin nichts von dieser geplanten Reise in die Türkei? Nein, wie ich ja schon vorher gesagt habe, war ich einige Wochen krankgeschrieben. Und in der Zeit habe ich sie nicht gesehen und auch nicht gesprochen. Und an dem Abend bei Ihrem Besuch, war da die Özlem auch anwesend? Nein, sie habe ich nicht mehr gesehen. Also Herr Cengiz meinte, sie hat sich kurz bevor ich gekommen bin schon hingelegt. 20 Uhr, das fanden Sie nicht merkwürdig? Daran ist doch überhaupt nichts merkwürdig. Denken Sie nicht, Herr Cengiz. Der Staatsanwalt hat wohl vergessen, dass die Özlem eine Ausbildung in der Bäckerei macht. Und deswegen muss sie um 2 Uhr morgens aufstehen. Im Übrigen wie jeden Morgen, Herr Staatsanwalt. Ja? Und dass man dann 18 Stunden später, nämlich um 20 Uhr, etwas müde ist, das werden Sie schon verstehen können. Im Übrigen war für den nächsten Tag schon die Abreise geplant. Und dass man dann ausgeschlafen sein will, verstehe ich auch, Herr Staatsanwalt. Deswegen fand ich Sie auch überhaupt nicht komisch. Also. Ja, haben wir es doch. Also jetzt nochmal, Sie saßen da in der Küche und haben mit den Eltern Cengiz gesprochen, haben sich unterhalten. Genau. War da bei dem Gespräch in der Küche auch das Thema Hochzeit? Klar, also gleich nachdem der Tee fertig war, hat mir Cengiz ganz stolz erzählt, dass sie in die Türkei reisen, weil die Özlem vorhat zu heiraten, ja. Und die Frau Cengiz, hat sich die auch geäußert dazu? Also wenn ich so recht überlege, hat sie nicht wirklich was dazu gesagt, nein. Also noch jemand, der statt vor Freude überzusprudeln, lieber den Mund hält und mal ganz still ist. Ich weiß nicht, Herr Verteidiger, was Sie mir erklären wollen, dass in dieser Familie Cengiz alle Frauen so ein bisschen dazu neigen, still und schüchtern und schweigsam zu sein? Oder was wollen Sie also mir eigentlich erzählen? Das liegt auf der Hand, warum hier die Mutter von Özlem geschwiegen hat. Das liegt auf der Hand, oder nicht? Warum denn Ihrer Meinung nach? Tja, weil sie bereits das schlechte Gewissen geplagt hat. Sie konnte nicht so ganz verdrängen, dass ihre Tochter betäubt im Nachbarzimmer liegt, damit sie dann gleich danach in die Türkei zur Hochzeit verschleppt werden kann. Nur hat sie sich leider nicht getraut, gegenüber ihrem Mann aufzubegehren. Also jetzt mal ganz langsam, ja? Also mir ist durchaus bewusst, dass es noch immer türkische Familien in Deutschland gibt, die mittelalterlich sind und in Sachen Frauen und Ehe völlig abstruse und komplett abgedrehte Ansichten haben. Aber das wollte ich doch damit eben nicht sagen. Sondern? Ich wollte nur möglichst detailliert wiedergeben, was passiert ist. Wenn Sie mich fragen, war Sibel einfach nur müde. Und bei uns wird Besucher natürlich abgewiesen, aus Höflichkeit schon allein nicht. Dass der Staatsanwalt nun versucht, das so rumzudrehen, das wollte ich doch damit nicht bezwecken. Ich danke Ihnen, Frau Gül. Ich werde sowieso die ganze Zeit hier in einem schlechten Licht dargestellt. Ja, ich würde ja auch die Familie Cengiz zu den modernen Türken in Deutschland zuordnen. Sie tragen keine Kopftücher, gehen sehr loyal miteinander um. Und auch Özlem hat sich immer trendbewusst angezogen, sich geschminkt, ist ausgegangen und wurde in keinster Weise von ihrem Vater unterdrückt. Als sie mir das mit der Hochzeit erzählt haben, dachte ich mir, ist doch schön, wie die Integration geklappt hat und sie trotzdem nicht vergessen haben, woher sie eigentlich kommen. Schön und gut, Frau Gül. Nur dann klären Sie mir bitte mal, mit welcher Motivation dann bitte Özlem aus der Türkei nach Deutschland geflohen ist und Anzeige gegen ihren Vater erstattet hat. Ja, zugegeben, das war schon wirklich eine unglückliche Sache. Ja. Aber um ehrlich zu sein, als ich das gehört habe, dachte ich mir einfach, das war eine unüberlegte und überstürzte Aktion von Özlem, die einfach in Schwierigkeiten, in ihrer Panik einen riesen Fehler gemacht hat. Anders könnte ich mir das nicht erklären. Also bei allem Respekt, Frau Gül. Man kann es auch anders erklären. Sie sollten da nicht die Augen verschließen, denn dann ist dem Unrecht hier in unserem Land Tür und Tor geöffnet. Ja, jetzt verstehen Sie mich nicht falsch. Eigentlich würde ich Ihnen da ja echt recht geben. Aber in diesem Fall ist es so. Ich kenne Herrn Cengiz und auch seine Familie. Und ich habe Özlem schon einmal erlebt, wie sie in Stresssituationen sich um Kopf und Kragen reden kann. Was war das für eine Situation? Naja, also ich hatte vor einem halben Jahr meine Nichte zu Besuch. Und die ist so ziemlich im gleichen Alter wie Özlem. Sie wollte gerne mal ausgehen. Und da habe ich Herrn Cengiz gefragt, ob das Özlem nicht mit ihr machen könnte. Um das alles kurz zu fassen, die beiden waren dann aus und nach 5 noch nicht zu Hause, obwohl wir eine viel frühere Zeit ausgemacht hatten. Es war halt eine Riesenaufregung. Ich hatte wahnsinnige Angst um die beiden Mädchen.
Ja, also wir waren sogar kurz davor, die Polizei einzuschalten, als die beiden dann um 5:30 bei mir ankamen. Sie meinten, Özlem hätte den Generalschlüssel für die Bäckerei verloren und dass sie die halbe Nacht damit verbracht haben, einfach den zu suchen, weil sie Angst hatten, dass Özlem ihre Ausbildungsstelle verlieren kann. Ja, dann kam ja auch noch hinzu, dass der Name der Bäckerei im Schlüssel stand und dann musste ich natürlich die Polizei informieren. Es hätte ja sein können, dass jemand die Bäckerei ausfindig macht und dann auch noch alles geklaut wird. Ja, da haben sie natürlich völlig richtig gehandelt. Ja, es war ja auch ein Riesen-Act. Ich war dann mit beiden bei der Polizei und dann wurde alles aufgenommen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber worauf wollen Sie da gerade jetzt raus? Ja, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass das mit dem Schlüssel sich im Nachhinein alles als eine Riesenlüge herausgestellt hat. Die beiden wollten halt nur mal ordentlich auf den Putz hauen und haben die ganze Nacht Party gemacht. Ich meine, Özlem ist ganz bestimmt ein liebes Mädchen. Aber Sie haben durch diese Begebenheit gelernt, dass Özlem also durchweg glaubhaft lügen kann, um eigene Fehler zu vertuschen. Ich meine, sie hat ein Riesentheater mit der Polizei und allem in Kauf genommen. Ja, leider. Sie hat uns halt damals echt ganz schön was aufgetischt. Wie die Kids halt im Alter sind, die bauen schon alle mal ganz schön Mist. Also ich bin mir sicher, dass es sich mit der Anzeige gegen den eigenen Vater ganz genauso verhält. Hi Özlem, was ist los? War die Zeugenaussage jetzt so schlimm bei deinem Vater, oder? Ach, Martin Schlösser, ich bin der Kollege aus der Bäckerei. Ach, Sie sind, das freut mich. Özlem hat leider vor ihrem Vater kaum ein Wort rausgebracht. Es geht im Moment nicht besonders. Ja, ist natürlich auch eine schwierige Situation. Ne? Sie hat ja viel durchmachen müssen. Jetzt habe ich meinen Schal in der Kantine vergessen. Könnten Sie vielleicht kurz schauen? Ich bin gleich wieder da. Ja, ja, danke. Martin, es tut mir wirklich leid. Ich meine, wir haben die Aussage 100-mal geprobt, aber es ging einfach nicht, als mein Papa gegenüber saß. Mach dir da mal keinen Kopf, das kriegen wir schon irgendwie hin, oder? Was machst du da? Meinst du, ich habe nicht vorher geguckt, ob hier irgendwo Leute sind oder was? Stell dich doch nicht so an, die ganze Zeit drehst du Jules am Rad. Tut mir leid, Martin. Ich bin mit den Nerven total am Boden. Es tut mir echt leid. Ich weiß. Und Martin, bitte aber nichts von unserem Geheimnis verraten. Und du musst bei deiner Zeugenaussage bitte bleiben. Ja, klar, sowieso. Versprochen. Da bin ich wieder. Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe gerade beschlossen, wieder zurück in den Saal zu gehen. Ich meine, ich hoffe, das ist kein Problem, auch wenn ich nichts sagen muss, oder? Nein, natürlich. Alles klar, kommen Sie mit? Ja, natürlich. Noch Fragen, die Frau Gül? Keine Fragen. Dankeschön, Frau Gül. Dann bleiben Sie unvereidig. Nehmen bitte hin Platz als nächstes den Zeugen Martin Schlösser, bitte. Tag, Herr Schlösser. Danke. Nehmen Sie einfach hier Platz. Sie sollen jetzt als Zeuge hier aussagen. Das wissen Sie natürlich. Und Sie wissen auch, dass Sie da die Wahrheit sagen müssen. Wer es nicht tut als Zeuge, der macht sich strafbar. Klar, nehme ich an. Sie heißen Martin Schlösser, 20 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig. Vom Beruf sind Sie Bäckergeselle. Und Sie arbeiten mit der Özlem in derselben Bäckereifiliale zusammen, richtig? Ja, genau. Also wir arbeiten halt zusammen und wir haben uns eigentlich auch von Anfang an gut verstanden und haben uns auch gegenseitig unterstützt bei unserem Chef, der manchmal ein bisschen launisch ist und sind so eigentlich echt gute Freunde dann geworden. Rein platonisch natürlich. Verwandt, verschwägert mit dem Herrn Cengiz sind Sie nicht. Nee. Dann zum Grund, warum er heute hier zum Angeklagten wird vorgeworfen. Er soll eben seine Tochter, die Özlem, in der Nacht von dem 9. auf den 10. März gegen ihren Willen in die Türkei verschleppt haben, um sie dort zu verheiraten. Und dort soll er eben versucht haben, sie dazu zu zwingen, dass sie, wie das wohl mit dem besten Freund ausgemacht war, einen jungen Mann heiratet. Ja, also man denkt ja immer, das passiert nur in irgendwelchen super konservativen religiösen Familien, aber dass das halt jetzt gerade bei Özlem passiert ist und dass ihr Vater sie gegen ihren Willen an irgendeinen wildfremden Typen zwangsverheiraten sollte und das noch in der Türkei, alles gegen ihren Willen, das ist natürlich echt der Hammer. Das macht mich auch fertig so persönlich. So war es doch überhaupt nicht. Natürlich war das so. Ich weiß ganz genau, dass es so war. Was meinen Sie eigentlich, wer Sie sind? Was fällt Ihnen ein, hier Ihre Tochter gegen Ihren Willen in die Türkei zu verschleppen und noch an irgendeinen Typen verheiraten zu wollen? Was soll das? Was geht Ihnen vor? Du, was glaubst du, was du bist? Mich hier respektlos und ohne einen Grund anzugehen. Wie ohne? Ich habe meine Tochter nicht unrecht getan. Ja, ich weiß ganz genau, dass es so war. Mal wieder ein bisschen runter, bitte schön, ja? Schließlich hat Özlem mich angerufen in dieser Nacht und somit denke ich, weiß ich recht gut, was da vorgefallen ist. Ja, das erzählen Sie doch jetzt gerade mal. Also die hat Sie angerufen, ne? Wann hat sie angerufen? Das war am 12. März, so gegen 3 Uhr, also mitten in der Nacht. Da war ich halt schon aufgrund des Jobs früh auf den Beinen
Und sie hat mich total aufgelöst und verzweifelt angerufen und hat dann nur erzählt, dass der geplante Familienurlaub zum absoluten Horrortrip geworden ist. Hat sie denn auch geschildert, wie sie überhaupt in die Türkei gelangt ist? Ja, also am Abend vorher hat ihr Vater davon halt irgendwie erzählt, dass es jetzt darum ging, halt nicht um einen Urlaub, sondern darum, dass sie heiraten solle. Daraufhin hat es halt auch einen heftigen Streit gegeben, also das hat sie mir alles so erzählt. Und zur Beruhigung hat ihre Mutter irgendwie einen Tee serviert und da sei sie auch ganz schläfrig geworden. Ja, weil er wohl mit Schlafmittel versetzt war, der Tee. Ne? Das vermute ich auch. Und als sie dann wieder zu sich gekommen ist, saß sie schon im Auto und sie waren schon halb durch Kroatien durch, also schon richtig weit gefahren, saß zwischen ihren Cousins eingeengt, konnte nicht aussteigen, ihr Vater fuhr. Und ja, dann kam sie halt in der Türkei an. Ja, und hat sie ihnen dann auch erzählt, was dann nach der Ankunft in der Türkei alles passiert ist? Ja, Özlem wurde da wie eine Gefangene gehalten in diesem Haus. Ich weiß nicht ganz genau, wo das war. Sie wurde permanent bewacht, sie konnte nirgendwo hingehen. Und ihr Vater meinte dann sogar auch, wenn sie, ja, es war sicher so, meinte dann, sie würde Deutschland nicht mehr wiedersehen, wenn sie das mit der Heirat nicht durchzieht. Aber Gott sei Dank ist ja dann letztendlich die Flucht auch gelungen. Was hat sie Ihnen darüber denn erzählt, über die Flucht? Also sie hat eine günstige Gelegenheit gesucht, als ihr Vater gerade an der Tür beschäftigt war und der Rest der Familie, also sprich die Neffen oder Cousins, halt nicht da waren. Hat dann geistesgegenwärtig ihren Pass geschnappt, etwas Geld und ist dann durchs Badfenster getürmt und bis in die nächste Stadt gelaufen, querfeldein, und konnte mich dann von einem Hotel aus anrufen. Also es klingt echt alles wie einem schlechten Film. Ja, nur war es für Özlem leider bittere Realität. Das würde ich jetzt gerne von meiner Tochter hören. Also so war es überhaupt nicht. Özlem, was hast du da behauptet? Herr Zengis, jetzt unterlassen Sie das bitte mal, Ihre Tochter hier so anzugehen. Wir müssen uns nicht wundern, wenn sie eingeschüchtert ist und ihr nichts sagt. Merken Sie sich das jetzt bitte schön mal. Ja. Also jetzt mal zurück zu Ihnen. Ja. Nach dem Anruf von Özlem, wie haben Sie darauf reagiert dann? Ja, sie war ja total aufgelöst und ich war natürlich auch erstmal geschockt von der ganzen Situation, wie sie das alles geschildert hat. Und ja, ich wollte ihr natürlich helfen, das ist ja, denke ich mal, verständlich. Ich habe ihr dann einen Flug gebucht mit meiner Kreditkarte und sie konnte dann so nach Deutschland kommen. Und hatte dann an dem Abend noch bei meiner Schwester auch übernachtet. Da konnte sie schlafen, weil die gerade im Urlaub ist. Und da haben wir dann noch ein Gästezimmer. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann zur Polizei. Auf wessen Wunsch sind Sie dorthin? Ja, ich habe ihr natürlich direkt gesagt, dass Herr Cengiz für so eine Aktion angezeigt gehört. Aber ich habe jetzt nicht gedrängt oder so. Ne? Aber sie hat halt letztendlich keine andere Chance gesehen. Sie wusste ja auch nicht, wie ihre Eltern dann reagieren sollen, weil man sieht ja, wie er sich hier verhält. Da kann ich verstehen, dass sie Angst hatte. Ja, ist nachvollziehbar. Ja. War auch sehr klug von Özlem. Ich meine, so sehr wie der Vater in der Ehre gekränkt war, musste sie ja damit rechnen, dass er sie sofort wieder zurück in die Türkei schicken würde. Davor hatte sie ja auch Angst. Es reicht mir jetzt wirklich, wie sie mich da so schlimm darstellen. Ich liebe meine Tochter über alles und das weiß der Özlem aber auch. Und mir reicht jetzt eigentlich mit Ihren Zwischenrufen hier, ja? Und das sollten Sie langsam wissen. Aber ich habe doch meine Tochter nicht nach Türkei verschleppt. Sie ist doch freiwillig mitgekommen. Und sie wollte ja freiwillig den Mehmet heiraten. Da, nochmals. Naja, das Bild hat sich nicht verändert. Das ist doch lächerlich. Ne? Es wäre alles in Ordnung gewesen. Wir wollten niemals diesen Fasten da heiraten. Was soll das denn? So ein komisches Urlaubsbild, das wahrscheinlich noch gestellt ist oder wieder unter Zwang entstanden ist, ja, von Ihnen. Woher willst du das wissen? Ich weiß bestimmt besser Bescheid, was Özlem wollte und was nicht. Und denen wolltest du bestimmt nicht heiraten. Halt du dich gefälligst daraus. Du weißt gar nicht, um was es gegangen ist. Ich weiß sehr wohl. Und ich denke, ich weiß besser, als Sie sich vorstellen können, was da genau abgelaufen ist. Ja, und woher willst du das wissen? Weil ich, denke ich mal, der Einzige bin, den Özlem heiraten würde. Ne? Bitte? Özlem, nicht du, Bulay? Was heißt denn das? Ja, ich wollte das jetzt eigentlich auch hier nicht so raushauen. Es tut mir leid. Also, Moment. Das soll heißen, es sind ein Paar, oder was? Ziemliche Überraschung. Können Sie es bestätigen, Özlem? Nochmal, Sie müssen ja nicht aussagen, das wissen Sie, weil Ihr Vater hier sitzt. Wenn Sie was sagen, muss es die Wahrheit sein. Stimmt, das sind Sie ein Paar. Ja, seit einem Jahr. Özlem, bu ne demek? Meine eigene Tochter lügt mich an, hat seit einem Jahr einen Freund unter meinem Rücken und ich weiß davon gar nichts. Deswegen das ganze Zirkus, was du veranstaltet hast, hä? So, unter diesen Umständen, nämlich dass Ihre Tochter ganz offensichtlich glücklich liiert ist, ist es natürlich mehr als fraglich, ob Ihre Tochter wirklich in der Türkei einen anderen heiratet. Özlem wollte das nie. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Das ist doch völliger Quatsch. Sie sind wahrscheinlich auch so einer, der einfach kaltblütig über das Schicksal von seiner Tochter entscheiden will. Hayır, ben öyle bir insan değilim. Bitte schön. Ja, vielleicht habe ich beim Özlem einen Fehler gemacht.
Aber ich wollte nur ihr Bestes. Und außerdem könnte ich meinem besten Freund seinen Wunsch nicht ausschlagen. Es mögen alle denken, was sie wollen, aber ich liebe meine Tochter über alles. Das könnt ihr mir glauben. Also, Sie konnten Ihrem Freund einen Wunsch nicht ausschlagen. Aber Ihre Tochter unglücklich machen, das ist weniger schlimm, oder wie? Özlem Lütfen. Nur weil ich mich mit dem Mehmet gut im Urlaub verstanden habe, das ist noch lange keine Basis für eine Ehe, Baba. Ich weiß doch, dass ich vieles falsch gemacht habe. Ich kann doch selber entscheiden, mit wem ich... Ich weiß, dass es alles falsch war, was ich gemacht habe. Tut mir doch leid, jetzt komm. Also, Sie wissen, dass das falsch ist, was Sie gemacht haben, sagen Sie gerade. Kann ich dem entnehmen, dass die Vorwürfe so zutreffen? Ja, ja. Alles, stimmt das alles, so bis ins Detail? Ja. Stimmt schon. Jetzt haben Sie gerade noch was von Ihrem guten alten Freund erwähnt. Was hat es denn damit genau auf sich? Ja, mein Freund ist ein schlimmes Schicksal widerfahren. Er hat seine Frau vor kurzem verloren. Und in diesem ganzen Unglück hat er sich an unseren Versprechen von unserer Jugendzeit erinnert. Wir haben uns gesagt, wenn wir mal Kinder bekommen, einen Jungen und ein Mädchen, dann werden wir sie zusammen verheiraten. Entschuldigung, aber das ist doch ewig her. Das haben Sie, was haben Sie beschlossen, bevor Sie überhaupt Kinder bekommen haben? Doch ewig her. Ich habe das alles gar nicht mehr so gewusst. Ich habe das alles schon vergessen gehabt. Das liegt so viele Jahre zurück. Aber wie gesagt, er war so traurig, hat sich an dem Versprechen erinnert. Und ich kann ihm das nicht mehr abschlagen. Aber ich liebe meine Tochter über alles. Und das ist, Entschuldigung, das was heißt, Sie konnten ihm das nicht mehr abschlagen? Da haben Sie sich plötzlich an Versprechen erinnert, das Sie offensichtlich vor vielen, vielen Jahren in Ihrem jugendlichen Leichtsinn gegeben hatten. Es war auch so, dass in Deutschland die ganzen Freunde und Kollegen mir immer wieder gesagt haben, Özlem ist schon in einem heiratsfähigen Alter und sie müsste jetzt heiraten. Und außerdem war diese Geschichte mit der Bäckerei und der Schlüssel und so weiter. Und das war schon alles so viel für mich. Und ich habe dann gemeint, weil die sich beiden erkennen, der Mehmet, das wäre wohl das Beste für uns alle. Ja, das Beste, das Gegenteil, würde ich sagen, oder? Ja, das weiß ich doch jetzt auch. Bleibt mal die Frage, was in dem Tee drin war, den Sie Özlem gereicht haben. Sagen Sie uns das noch? Das war ein starkes Berührungsmittel. Meine Frau hat einen Nervenzusammenbruch in Türkei erlitten. Und ich habe ihr das damals gegeben. Das Ganze wollte ich aber. Und auch meine Frau war gegen die Heirat und spricht seitdem nicht mehr mit mir. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin wirklich mit den Nerven zu. Noch weitere Fragen, Herr Schlösser? Keine Fragen, vielen Dank. Herr Schlösser, dann bleiben Sie unvereidigt, genauso wie die Özlem unvereidigt bleibt. Sie dürfen sich hinten hinsetzen. Dankeschön. Der Angeklagte ist bisher in Deutschland nicht vorbestraft. Bundeszentralregister Auszug ist ohne Eintragung. Noch weitere Anträge oder Erklärungen? Keine, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Aus Gericht, Herr Verteidiger, vielleicht ist das ja die Chance für einen Neuanfang, jetzt wo alles mal rausgekommen ist. Vielleicht, Herr Cengiz, verstehen Sie jetzt auch mal, was es heißt, sich zu verlieben, jemanden wirklich zu lieben. Und Herr Cengiz, vielleicht sehen Sie auch ein, was Sie da Schlimmes gemacht haben und was Sie da Schlimmes vorhatten. Ich meine, wir hatten da von Anfang an die Aussage Ihrer Tochter, ich habe ihr geglaubt, ich habe auch dem Herrn Schlösser geglaubt. Wir haben auch die Zeugin Wegner, die uns sehr klar schildern konnte, wie Ihre Tochter betäubt zum Auto gebracht wurde, auch wenn Frau Wegner das Ganze anders gedeutet haben mag. Und jetzt haben wir Ihr Geständnis, zugegebenermaßen ein von intensiver Reue getragenes Geständnis, das mich doch noch mal jetzt sehr zum Umdenken gebracht hat. Ich hatte mir hier vorgestellt, ohne Geständnis eine Freiheitsstrafe um die 3 Jahre herum. Deswegen hatte ich hier auch zum Schöffengericht angeklagt, bei dem die Strafgewalt bis 4 Jahre geht. Ich kann mir jetzt nach diesem von Reue getragenen Geständnis noch gerade so eine Freiheitsstrafe, eine Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren vorstellen, die dann eben noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Ja, Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Oskar Wilde meint, dass die Ehe eine gegenseitige Freiheitsberaubung im beidseitigen Einvernehmen ist. Hier hat es an der Beidseitigkeit gefehlt, das gebe ich offen zu. Das war natürlich eine schlimme Straftat, die mein Mandant hier begangen hat. Aber man muss auch berücksichtigen, bevor Sie jetzt mit der großen Keule des deutschen Strafrechts kommen, dass das hier eine Wahnsinnssache in der Familie ist. Seine Tochter, mein Mandant, sie sind zerrüttet, sie ist im Frauenhaus. Wer weiß, ob sie jemals wieder zusammenkommen. Das ist doch schon Strafe genug. Und deswegen denke ich, dass man hier wirklich die Kirche im Dorf lassen muss, Herr Staatsanwalt. Ich denke, dass hier 2 Jahre wirklich überzogen ist. Und um es vielleicht mit den Worten eines bekannten deutschen Journalisten zu beenden, mein Plädoyer, der meinte nämlich, die Ehe ist ohnehin nur eine lateinische Abkürzung für errare humanum est, irren ist menschlich. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger Cengiz. Sie können selbst noch was sagen, Sie können sich selbst verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Also ich hoffe, dass natürlich meine Tochter mir eines Tages verzeihen kann. Ich war ihr ein schlechtes Vater, das sehe ich jetzt ein. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Kannst du verstehen?
Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Ahmet Cengiz ist schuldig der jeweils gemeinschaftlich begangenen Verschleppung zur Zwangsheirat in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit Freiheitsberaubung und der versuchten Zwangsheirat in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Paragraphen 223 Absatz 1 zu 24 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3, zu 37 Absatz 1, 2 und 3, zu 39 Absatz 1, 22, 23, 25 Absatz 2, 52 und 53 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Gesamtvorherrschaft von einem Jahr verurteilt, deren Verstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie bitte Platz. Also, wenn man die Institution der Ehe grundsätzlich in Frage stellt, wie Sie es mit dem Verweis auf Oscar Wilde getan haben, dann wird man dem Unrecht, der Özlem widerfahren ist, genauso wenig gerecht, wie wenn man sagt, hier ist in der Familie schon so viel Porzellan zerschlagen, damit ist der Angeklagte genug gestraft. Nein, man muss ihm ganz klar machen und wirklich klar machen, dass er hier den freien Willen eines Menschen zu respektieren hat, den freien Willen seiner Tochter. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze unserer Verfassung und damit eine Basis unseres Zusammenlebens. Ja? Und vor allem ist das ein Persönlichkeitsrecht, ja, ein Grundrecht, das Sie zu achten haben. Ja? Eine Zwangsheirat, die verachtet den Menschen. Ganz klar. Und ich hoffe, Sie haben es jetzt wirklich kapiert. Und es sind nicht nur Krokodilstränen gewesen, die Sie am Ende vergossen haben. Sie haben nämlich relativ lange gesagt, Sie sind eigentlich der Meinung, das war für Ihre Tochter das Beste. Das ist nicht das Beste. Das, was sie selber will, ist das Beste. Und wenn sie auf die Nase fallen will, theoretisch, dann ist es immerhin auch noch das Beste. Sie kann das selber herausfinden. Aber einen jungen Mann, den sie nur flüchtig kennt, nur zu heiraten, weil sie das mal in ihrer Jugend einem guten Freund versprochen haben. Entschuldigung, was soll denn das sein? Ja? Ich glaube, das muss man Ihnen wirklich, wirklich klar machen. Auf der anderen Seite, aufgrund Ihres Geständnisses, ich muss Ihnen das jetzt einfach glauben, dass Sie es hier heute verstanden haben, haben Sie natürlich hier eine Bewährung verdient. Aber ich mache Ihnen schon mal Folgendes klar. Wenn während der Bewährungszeit irgend noch mal ein Versuch da sein sollte, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie diese Strafe absitzen würden. Klar. Es ergeht folgender Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 17. März 2012 wird aufgehoben. Die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Ja. Dem Angeklagten wird auferlegt, an den Verein Frauentreffpunkt Neuperlach e.V. eine Geldbuße von 2.000 Euro zu bezahlen. Ja, gegen das Urteil kann noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Und wenn Ihre Tochter nun mal den Herrn Schlösser liebt, dann müssen Sie es respektieren. Punkt. Ganz einfach. Ja, und Ihnen beiden da hinten wünsche ich viel Glück. Lassen Sie sich nicht vom Herrn Verteidiger lenken, von diesem Spruch von der gegenseitigen Freiheitsberaubung. Oscar Wilde ist da sicherlich kein Maßstab. Der muss in dieser Hinsicht ziemlich frustriert gewesen sein. Sonst hätte er nicht auch noch gesagt, heiraten ist eigentlich nur der Versuch, wenigstens zu zweit halb so glücklich zu sein, wie man es alleine wäre. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen.